Okay. Hier ist es. Was denkst du? Ziemlich cool, oder? Ha? Ha? Im Ernst, Dad? Ein Porsche? Ich habe dir gesagt, ich wollte einen Rolls-Royce. Sie kriegt einfach einen Porsche geschenkt und ist nicht mal dankbar. Oh, was kann das schon wieder für ein Video werden? Heute mit der Folge, Milliardärin wird gezwungen, einen Job zu finden. Wir gucken direkt weiter. Aber die... Was für eine eklige, undankbare Tochter. Also, welches Kind bekommt bitte ein Porsche geschenkt und reagiert so? Ich hätte ihr den Cullinan besorgen sollen. Ist das dein Ernst? Den Cullinan, Rolls-Royce Cullinan, kostet 300.000 Euro oder so? Oder noch mehr, 400.000, das ist krank. Nur weil du sie immer verwöhnst, sind wir jetzt in dieser Situation, John. Kannst du dir vorstellen, wie dankbar wir gewesen wären für einen brandneuen Porsche zum 16. Geburtstag? Zum 16. Geburtstag, ein brandneuer Porsche. Was ist das? Ein Porsche Cayman, ne? Oder keine Ahnung, Mann. Porsche SUV zum 16. Als ich 16 war, da hab ich im Monat 400 Euro mit Nebenjob verdient. Ich wäre wahnsinnig aufgeregt gewesen, überhaupt ein Auto zu bekommen. Ja, eben. Erzieht eure Tochter bodenständig und dann wird sie schon auch die Dinge irgendwie schätzen. Aber wenn sie halt ihr ganzes Leben immer verwöhnt wurde, alles bekommen hat, normal reagiert sie dann so. Mit 16 habe ich in einer Suppenküche gearbeitet, um mit dem Geld einen gebrauchten Jetta zu kaufen. Genau. Eben. Ja, danke. Es gibt so viele Kinder, die nichts bekommen. Ja. Naja, wenn du aufhörst, sie immer zu behandeln wie Papas kleine Prinzessin, wird sie vielleicht lernen, etwas zu schätzen. Hat sie recht. Das Ding ist, der Vater meint das ja gut. Er meint das ja nicht böse. Er liebt seine Tochter und er will seiner Tochter alles ermöglichen, ihr ein cooles Leben geben und auch teure Geschenke machen. Aber das Problem ist daraus, dass er halt einfach sie unglaublich verwöhnt und sie halt nicht mehr die Sachen schätzt, sondern sie für selbstverständlich halt, weil sie immer bekommt, was sie will. Und das ist das... In der Erziehung muss man immer so ein gutes Mittelmaß finden. Ne? Er soll ihr nicht schenken, so ist es ja nicht. Aber eben mit einer gewissen Distanz, dass sie halt immer Dankbarkeit erfährt. Oder selber auch dankbar ist. Ja, wohin jetzt mit dem Porsche? Also ich nehme den gerne. Wirklich würde ich mich anbieten. Bitte sehr. Bitte sagen Danke. Sie mir, wenn Sie etwas bestellen möchten. Vielen Dank. Die essen mit der Familie, sie hängt nur am Handy. Was ist das? Freunde, schätzt jede Sekunde auch mit euren Eltern und so weiter, das... Ja. Brot für den Tisch, Madame. Mhm. Ich weiß, dass das Brot ist, Ginny. Wo ist das braune Baguette-Brot? Boah, kannst du mal aufhören, den Kellner so anzupöbeln? Der kann dafür gar nichts, so. Und deine schlechte Laune, es ist Brot. Ja, ob das jetzt das perfekte Brot, woher soll er das wissen? Und zweitens, selbst wenn er das falsche Brot bringt, ist es nicht Grund, direkt so ausfallen zu werden. Das ist einer der Gründe, warum ich hierher gekommen bin. Das ist keine große Sache, Victoria. Ich bin sicher, dieses ist genauso gut. Nein, ich möchte das braune Brot. Lassen Sie mich mit dem Chef reden. Ja, machen Sie das. Was? Du wirst wirklich nichts sagen? Ich meine, wenn sie braunes Baguette will, das ist schon in Ordnung. Also, Papa, Maggie ist kein Papa. Noch nicht. Und ich bin auch glücklich, ich bin auch kein Papa. Ich glaube, ich wäre auch ein bisschen zu jung, ein Papa zu werden. So, das Ding ist, wenn das aber meine Tochter sein würde, da würde ich jetzt einen gehörigen Dings geben. Weil das geht nicht. Man kann nicht so respektlos sein. Man kann trotzdem Menschen ordentlich behandeln, freundlich mit denen reden und man kann ja fragen nach anderem Brot, das ist ja kein Problem. Es ist ihr Geburtstag. Hängt nur am Handy. Du hättest nicht so unhöflich sein müssen. Richtig. Der Kellner hat nichts falsch gemacht. Richtig. Ja, das hat er. Er hat mir das falsche Brot gebracht. Ja, wusste er das denn? Hast du das vorher überhaupt gesagt? Oder kann er das gar nicht wissen? Das ist genau das, was ich will. Schwarz auf schwarz. Ein Rolls-Royce Cullinan. Schwarzer Rolls-Royce Cullinan. 400.000 Euro. Ja? Okay. Zumindest hast du die Farbkombination richtig getroffen beim Porsche. Weißt du, dein Vater hat mir gerade erzählt, dass er mit 16 in einer Suppenküche arbeiten musste, um für einen gebrauchten Jetta zu sparen. Und dafür bin ich stolz auf ihn. Okay. Boah, einfach diesem Mädchen nichts mehr schenken, wirklich. Damit sie erfährt, dass das nicht selbstverständlich ist. Weil sie hat noch nichts irgendwie geleistet, zurückgegeben. Sie ist einfach nur in diese Familie reingeboren und hat alles immer bekommen, was sie wollte. Und sie schätzt das halt gar nicht. Sie schätzt das gar nicht. Also, was bedeutet das? Wir sind jetzt reich. Wir sind reich. Ja, deine Eltern sind reich. Du hast nur das Glück, das Kind zu sein von denen. Weil wir hart arbeiten mussten für alles, was wir haben. Nicht, weil uns irgendwer was geschenkt hat. Möchtest du einen Keks oder so?
durchatmen, Mats. Nicht ausrasten, Mats. Nicht ausrasten, tief durchatmen. Ich muss mich wirklich gerade zusammenreißen. Willst du einen Keks dafür? Schatz, was Mama sagen will, ist, dass du etwas dankbarer sein solltest für das, was du hast. Richtig. Ja. Der Porsche ist ein wirklich schönes Auto. Tatsächlich würden viele Leute... Ja, das ist ein schönes Auto und ein sehr teures Auto. ...gern so ein Auto haben. Mhm. Das ist alles. Und warum probierst du nicht das Brot? Ich bin sicher, es schmeckt gut. Nein, ich probiere das nicht. Und ich will den Porsche nicht behalten. Ich will den Porsche nicht, ich will einen Rolls Royce. Will ich das gleiche Auto haben wie jeder Junior in Viewpoint? Du hast Glück, dass ich nicht einen Phantom verlange. Du hast Glück, dass ich nicht ein Phantom verlange, weil ein Rolls Royce Phantom ist nochmal ein teureres Auto. Du hast Glück, sag mal, du hast Glück, dass wir dir überhaupt was schenken. Du hast Glück, in eine reiche Familie geboren zu sein. Alter Schwede, okay, ich muss mich jetzt wirklich ganz, ganz hart zusammenreißen. Du hast Glück, dass du keinen gebrauchten Jetta bekommst. Oder dass du überhaupt was geschenkt bekommst. In einer Suppenküche arbeiten musst. Ja. Ja, weil das so schwer wäre. Okay, sie weiß gar nicht, was harte Arbeit ist. Sie weiß es gar nicht, wie es ist, wenn man jeden Tag arbeitet und sich für seine Sachen den Hintern aufreißt. Das checkt sie nicht. Wenn ich Frau Wiggins' Englischkurs schaffe, ist die Arbeit in einer Suppenküche wirklich ein Kinderspiel. Du würdest nicht eine Woche in einer Suppenküche überleben. Deal, bin ich auch der Meinung. Du würdest nicht nach einem Arbeitstag würdest du sagen, oh mein Gott, ich will das nicht mehr. Victoria. Klar würde ich. Okay, ich sag dir was. Wenn ich eine Woche in der Suppenküche arbeiten kann, dann kauft ihr mir den Cullinan. Den kauft ihr mir den Cullinan. Ich muss jetzt einmal googeln, Freunde, was ein Rolls-Royce Cullinan kostet. Ab 358.000, 360.000 Euro ohne Ausstattung. Also mit einer Ausstattung bist du bei tatsächlich 400.000 Euro, habe ich sehr gut also geschätzt. Und was kostet ein Phantom? 480.000. Du bist dabei über 500.000. Das ist mehr als Häuserkosten. Das ist geisteskrank, Leute. 500.000 für ein Auto zu bezahlen ist geisteskrank. Wisst ihr? Das ist keine schlechte Idee. Sie arbeitet in der Suppenküche für eine Woche und bekommt ein 250.000 Dollar Auto? Ja. 250.000 Dollar, 250.000 ist sehr gut. Wir haben gerade gegoogelt. Das ist eher 500.000. Und eine Woche Suppenküche. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Für den Vater ist das jetzt vielleicht Prinzipsache, dass sie einfach checkt, so wie es ist, eine Woche hart zu arbeiten. Oder er ist sehr sicher davon überzeugt, dass sie es nicht durchhalten wird. Ich glaube, sie wird es trotzdem nicht durchhalten. Ja? Weil sie gar nicht versteht, wie es ist, hart zu arbeiten. Es tut mir furchtbar leid, aber wir haben kein braunes Baguette mehr. Okay. Hat er nicht, ist natürlich schade, so, ne? Gibt Tolleres, aber es ist kein Weltuntergang. So, es gibt anderes Essen und er hat sie höflich gesagt. Manchmal gibt es ja Umstände im Leben und das kann sie jetzt höflich akzeptieren und kann höflich antworten. So, wir schauen mal, wie sie jetzt darauf antwortet, ja? Dann besorgen sie es. Raus. Raus! Raus aus meinem Restaurant! Mir gehört dieses Restaurant nicht und ich bin nicht mal da vor Ort und ich bin auch nicht der Kellner. Aber ich werf sie jetzt selbstständig raus, ey Maggie, aus der Ferne. Raus mit dir. Das reicht mir jetzt, wirklich. Dies esse ich auf keinen Fall. Ruhig, Matzi. Ruhig. Ey Maggie, ruhig. Ganz ruhig. Die wirft ihn einfach mit dem Brot ab. Ich würde gerne jetzt Fenster aufmachen, tief einmal draußen durchatmen, aber es regnet draußen gerade in Strömen. Das Wetter ist furchtbar. Wir haben ein typisches Herbst-November-Wetter. Ich würde jetzt gerne... Ne, also das ist ja... Wow. Hey. Victoria. Es tut uns so leid. Ja, richtig. Victoria. Ich würde so eine Ansage machen. Das Handy würde ich jetzt wegnehmen. Vielleicht macht sie die Arbeit in der Küche demütig. Ja, das denke ich auch. Es wird hilfreich sein, wenn sie eine Woche in der Suppenküche arbeitet. Aber ihr dann ein Rolls-Royce Cullinan zu schenken, ist trotzdem verhältnislos. Einfach ihr nicht mehr alles geben. Einfach auch nicht krasse Geschenke machen, beziehungsweise, wenn sie mehr Dankbarkeit einfach zeigt. So, okay, sie arbeitet jetzt hier in der Suppenküche. Guiding Community, also sowas wie die Tafel, glaube ich. Und, verteilt jetzt quasi Essen mit Chanel-O-Ring. Vielen lieben Dank. Kannst du glauben, dass Leute diesen Fraß wirklich essen? Ich weiß leider nicht ihren Namen. Aber ich nenne sie jetzt einfach arrogante Göre.
Arrogante Göre. Manche Menschen haben nicht mal genug Geld, um sich Essen zu kaufen. Und die sind dankbar, wenn sie was zu essen bekommen, gefüllten Magen haben, ja, und einfach nicht mit Hunger auf der Straße sitzen. Okay, das gibt's tatsächlich. Hey, ich kann die Suppe übernehmen, wenn du nur das Brot machen willst. Lass mich raten. Deine Eltern lassen dich hier auch arbeiten? Nein. Ich arbeite hier seit Jahren ehrenamtlich. Ich mag einfach Menschen helfen. Die arbeitet in der Suppenküche nicht für einen Rolls-Royce Cullinan. Sie steht da nur für einen Rolls-Royce Cullinan, muss da eine Woche durchhalten. Sie ist dort ehrenamtlich, ja? Höchster Respekt dafür, krass, ja? Ihr liegt es am Herzen, Menschen zu helfen. Und ich hoffe, dass unser arroganten Göre, ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen die Augen öffnet. Hallo. Hey, Homer. Bitteschön. Guten Appetit. Vielen Dank, Shelby. Ja. Und es kostet nichts, freundlich zu sein. Danke. Guck mal, wie sie die und anguckt. Einmal für dich. Papa, ist es okay, wenn ich noch ein Brot habe? Ich habe wirklich Hunger. Klar, wie auch immer. Nimm so viel du willst. Eigentlich ist es nur eines pro Person. Tut mir leid. Tut mir leid, Schatz. Sie haben... No. Die haben Brot, aber die haben halt ihre Regeln, ne? Also, ja, keine Ahnung. Nien geändert, erinnerst du dich? Komm. Was ist so schwierig? Es ist nur Brot. Sie hätte mehr haben können. Ich glaube, sie hätte sie und dieses eine Brot wäre auch übrig gewesen, aber es geht hier, glaube ich, ums Prinzip, weil dann kommt der Nächste und will wieder was mehr, der hat mehr, bekommt der und wenn man einfach eine strikte Linie fährt, jeder bekommt das Gleiche, dann gibt es keine Diskussion. Glaube mir, ich möchte ja, aber mit den jüngsten Budgetkürzungen sind unsere Mittel sehr beschränkt und wir haben noch weniger Lebensmittel. Okay, und die haben wenig Budget, okay. Wenn du 2 Stücke Brot gibst, wird nicht genug für alle da sein. Ah, okay. Dann ist es noch krasser natürlich. Ja gut, wenn da jetzt am Ende jemand kommt und nicht genug Brot da ist, das wäre natürlich eine Katastrophe. Das geht natürlich gar nicht. Aber sie macht ihr jetzt gerade richtig klar, dass selbst von dem Brot, was für sie ein billiges Lebensmittel ist, was sie einfach im Restaurant auf den Boden geworfen hat, dass selbst da für Menschen dankbar sind. Für Brot. Nicht für einen Rolls-Royce-Cullinan. Für Brot. Und dass dort sogar Rationen eingeteilt werden müssen. Und das ist, wirkt für sie alles endlos und es gibt unglaublich viel davon. Ja, weil du auch unbegrenzt Geld hast. Aber manche Leute freuen sich über ein Stück Brot. So ist das leider. Oh, der Papa gibt jetzt die Hälfte von seinem Brot. Ja, da kannst du mal verstehen, ne? Das sind andere Welten, ne? Ich habe den Koch gebeten, ein braunes Baguette für dich zu finden. Boah, der Vater ist so gütig. Der Vater ist noch so ein lieber Mensch. Oh, mit so einer unerzogenen Tochter. Aber ich glaube, die Tochter verändert sich jetzt so ein bisschen. Ich glaube, sie merkt jetzt zum ersten Mal, wo die Sachen jetzt das Brot auf dem Tisch liegt, denkt sie sich, okay, krass, ich habe hier vor mir unbegrenzt Brot. Ich könnte sogar den Koch fragen, der macht sogar noch mehr Brot. Und in der Tafel gerade kriegen die nicht mal ein Stück mehr. Und ich glaube, das macht was mit ihrem Kopf. Es war nicht einfach. Er musste in 7 verschiedene Geschäfte gehen. Nur für dich. Naja, danke. Es ist so lecker. Sie hat sie gerade Danke gesagt? Habe ich gerade meine Lauscher, waren meine Lauscher gerade spitz genug? Habe ich da gerade ein Danke gehört? Oha, wow, sie hat Danke gesagt. Großartig, okay. Also, Schatz, wie war dein erster Tag? Ach, es war schrecklich. Es stinkt da und die Managerin ist so streng. Sie erlaubte mir nicht mal mein Smartphone zu benutzen. Nicht mal dein Smartphone, ja, weil ihr da Essen ausgibt und man da jetzt nicht am Smartphone sein soll. Erstmal, weil da Kunden vor euch sind, weil ihr bei der Arbeit seid und auch aus hygienischen Gründen so, was für streng. Also die normale muss sie darauf achten, dass die Sachen da laufen. So, also, und der stinkt. Es ist eher ein Gefängnis als ein Job. Es war also wie ein Gefängnis, nur weil du dein Smartphone nicht benutzen konntest. Bist du dir sicher, dass du die Woche durchhältst? Für den Cullinan, ja. Ohne das wäre ich nicht einmal. Es ist hier. Also, wenn die ihren Rolls-Royce Cullinan schenken,
Nach einer Woche, wie viel Geld müssen die haben? Der kostet eine 500.000. Freunde, machen kurz die Grüße. Grüße gehen wieder raus an die Margangster, an Georg Nizar, an Hansi und an Julia Schopp, wenn du nicht wieder auch gesucht werden willst. Folgt mir einfach auf Instagram und schreibt mir eine DM oder kommentiert einen beliebigen Beitrag. Und mit etwas Glück wirst du auch gegrüßt. Was ist hier? Was kommt jetzt? Hat sie sich ein neues Handy bestellt oder was? Weißt du etwas darüber? Keine Ahnung. Die hat nicht mal mit dem geredet. Erzähl mir nicht, dass du noch ein paar Designerschuhe mit unserer Kreditkarte gekauft hast. Du hast schon zu viele. Keine mit roter Sohle. Ich habe nur schlicht weiße. Weißt du, wie viele Kinder nur ein paar Schuhe haben? Man braucht... Okay, sie hat sich irgendwelche teure Designerschuhe bestellt. Nicht jeden Stil in jeder Marke. Ja, das brauche ich. Ich werde die mal anprobieren. Aber Schatz, du hast nichts gegessen. Dein... Ah, Freunde, ich habe gedacht, sie hat sich ein bisschen verändert, aber hat sie noch nicht. Sie braucht noch ein paar Tage in der Suppenküche. Gut. Sie braucht noch ein paar Tage in der Suppenküche. Hey, Victoria. Ich bin nur am Smartphone und es ist eh keiner hier. Nein, ich wollte nur sagen, dass du vielleicht diese Buntstifte an jedes Elternteil mit einem Kind verteilen kannst. Jemand hat diese gespendet. Okay, da wurden Stifte gespendet. Kinder freuen sich über Stifte, mit denen sie malen können. Sie hängt da am Handy. Ist das nicht nett? Großartig, mehr Arbeit. Danke. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt für deine Mittagspause, bevor der Ansturm kommt. Mhm. Ich habe gerade die neue Suppe gemacht. Nein, ich esse den Fraß nicht. Mein Koch hat für mich gekocht. Den Fraß nicht. Wenn du es nicht essen willst, kann man so, du musst das ja, also niemand zwingt dich irgendwas zu essen, aber den Fraß, sie ist so abwertend und respektlos. Diese Chefin tut dir echt mal gut, weil das ist mal die erste, die mal echt den Mund aufmacht und dir mal ein bisschen zeigt, wo der Hammer hängt. Wo der Frosch die Locken hat. Später nicht zum Abendessen gehen, weil morgen. Was ist passiert? Das ist okay. Hier. Ah, das sind das die beiden? Ist das der Vater und die Tochter aus der Suppenküche, glaube ich. Und jetzt ist ihr Schuh aufgerissen. Und anstatt, dass sie das neue Paar Designerschuhe bekommt, klebt er das jetzt mit Klebeband zu. Nach Hause kommen und dann repariere ich sie mit Sekundenkleber. Hm? Oh. Komm, lass uns gehen. Hey! Ich habe mich gefragt, ob ihr heute wiederkommen würdet. Ja, wir haben beschlossen, bis zum Abendessen zu warten. Da die Küche nur eine Mahlzeit am Tag zulässt. Okay, ja, also die können entscheiden, ob sie mittags kommen oder dann abends kommen. Und was ist dann mit Mittagessen? Gibt's nichts. Hier, nimm meins. Oh, nein, wir können das. Oh, die sind so süß und so dankbar und so bescheiden. Da ist ein Funken Hoffnung habe ich jetzt bei ihr. So, sie bietet denen jetzt sogar ihr Mittagessen an. Ein Funken Hoffnung habe ich jetzt bei ihr. Nein, bitte, ich bin nicht hungrig. Okay, wahrscheinlich gibt sie es nur deswegen ab, weil sie einfach eh keinen Hunger hat, so. Nein, aber trotzdem. Selbst wenn. So, das ist trotzdem lieb, dass sie teilt. Ehrlich. Danke. Vielen Dank, das bedeutet uns viel. Was ist es? Wollen wir es teilen? Und dann gehen wir zum Abendessen. Nochmal? Noch mehr Schuhe? Das 80. Paar. Oh Mann, Schuhregale schon wieder voll. Also das ist ja hier, das Leben spielt ihr ja ein Streich nach dem anderen, ne? Papa? Papa! Dein Vater hat etwas zu erledigen. Was ist los? Wie lange müssen wir noch in diesem Loch bleiben? Loch. Das ist ein schönes Haus. Dieser abwertende Begriff. Loch. Weißt du, was ein Loch ist? Weißt du, wie manche Menschen leben müssen? Mein Zimmer und mein Kleiderschrank sind echt zu klein. Dies ist kein Loch. Weißt du, was Leute tun würden, um hier leben zu können? Richtig. Weil dein Schrank zu klein ist. Du weißt doch, die Renovierungsab... Das Problem ist, sie ist von Anfang an, seitdem sie geboren ist, hat sie nur diesen Luxus gelebt und hat keinen Vergleich. Beiden dauern noch. Wahrscheinlich ein paar Monate. Boah, erst in ein paar neue Monate wird in die neue Riesenvilla gezogen. Ein paar Monate? Machst du Witze? Das wird der längste Sommer aller Zeiten. Bitteschön. Ja. Ja, es wird jetzt wird's gerade hart. Ich muss mich zusammenreißen. Danke.
Danke. Natürlich. Danke. Bitteschön. Danke. Gerne. Sie rechts voll freundlich, sie legt immer nur einfach das Brot drauf. Und? Bist du glücklich? Worüber? Heute noch, dann ist eine Woche rum. Also, du musst das hier nicht mehr machen. Oh, ja, bin ich. Shelby, kannst du kurz herkommen? Na klar, alles gut? No! Oh, sie lädt sie zum Geburtstag ein. Du bist eingeladen zu meinem Geburtstag. Ich sterbe. Sie hat ihr Mittagessen gestern gegeben und jetzt will sie sie zum Geburtstag einladen. Das ist so süß. Heute ist ihr Geburtstag. Und Sophia wollte dich als Dankeschön bei uns haben dafür, dass du uns neulich geholfen hast. Ich hoffe wirklich, dass du kommst. Klar, ich bin da. Großartig. Wir sehen uns. Hi, du kommst genau rechtzeitig. Ich wollte gerade anfangen, Happy Birthday zu singen. Komm herein, bei drei, okay? Eins. Ja, jetzt guckt sie sich hier um. Ja, das ist eine kleine Wohnung, aber es ist auch, also ich finde sie jetzt so schlimm, sieht sie jetzt nicht aus. Aber es ist eine kleinere Wohnung. Aber sie wird jetzt sehen, okay, wie leben andere. Sie muss den Vergleich einfach mal spüren. Zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Sophia. Happy Birthday to you. Bravo! Hast du dir etwas gewünscht? Okay, gut. Ich hole jetzt dein Geschenk, okay? Bitte leiste Victoria etwas Gesellschaft. Nochmals vielen Dank, dass du hier bist. Das bedeutet uns wirklich viel. Was hast du dir gewünscht? Lass mich raten. Spielzeug? Neue Klamotten? Ich weiß, ein Welpe. Okay, sie sagt jetzt nur so materialistische Sachen, obwohl Welpe, ne? Aber ich glaube, sie hat sich einfach, pass auf, was hat sie sich gewünscht? Bestimmt einfach so Gesundheit oder irgendwie sowas oder jeden Tag Essen oder irgendwie sowas ganz Bescheidenes. Nein, ich bin froh mit dem, was ich habe. Ich brauche nichts anderes. Oh. Wirklich? Und sie so, das ist alles, was du hast? Aber nein, es ist doch... Also... Es reicht doch. Ich will nicht gemein sein, aber deine Schuhe fallen auseinander. Du ja, musst und? In einer Suppenküche essen. Und deine Wohnung ist echt klein. Oh, wie sie einfach so richtig direkt das raushaut. Ja, und? Ja, ich weiß. Aber mein Vater hat mir immer beigebracht, für alles dankbar zu sein, weil es immer jemanden gibt, der weniger hat. Das stimmt. Ich könnte ja auch kein Essen haben. Richtig, oder in keiner Wohnung leben. Keine Schuhe oder kein Zuhause. Ja. Wow, Sophia. Das stimmt wirklich. Krasse Einstellung. Die hat echt für ihr Alter ein krasses Mindset. Und du bist wirklich schlau für dein Alter, weißt du? Ja. Also, was hast du dir wirklich gewünscht? Dass mein Vater einen neuen Job bekommt. Er ist traurig, seit er... Okay. Mach auf. Okay, der Vater hat dir auch ein Geschenk gemacht. Mal gucken, was es ist. Neue Buntstifte? Danke, Papa. Ich liebe sie. Gern geschehen. Oh. Tut mir leid, dass ich dir nichts anderes besorgen konnte, aber... Papa, hör auf damit! Sie sind perfekt! Vielen lieben Dank! Gern geschehen. Oh mein Gott, das ist natürlich jetzt aber vorbildlich, wie sie sich verhält. So ein richtig bescheidenes, undankbares... bescheidenes, dankbares Mädchen, was Dinge nicht für selbstverständlich hält und über alles dankbar ist. Ist natürlich der komplette Kontrast zu ihr. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt so ein bisschen... Wie gesagt, ein bisschen ins Gewissen spricht und ihr die Augen öffnet, ne? Liebst du es oder liebst du es? Sie hat eine Woche in der Suppenküche gearbeitet und kriegt jetzt einen Rolls-Royce Cullinan. Es ist ein 500.000 Euro Auto oder 400 oder... Also es ist Wahnsinn. Aber es ist... Also die müssen unnormal reich sein. Vielleicht juckt die 500.000 nicht. Nein, das ist für mich. Ein Deal. Vielleicht sind die so reich. 500.000 sind für die wie für uns... Halt 50 Cent, keine Ahnung. Hier ist dein Deal, Schatz. Und wir sind so stolz auf dich, dass du deine Woche abgeschlossen hast. Nicht? Komm, schau's dir an. Du hast Glück, Mädchen. Was denkst du? Es ist super. Ich liebe es. Schatz, du bist nicht so glücklich, wie ich dachte. Nein, bin ich. Nur, ist es okay, wenn wir es zurückgeben? Zurückgeben? Aber das ist das Auto, das du wolltest.
Okay, okay. Ja, ich hoffe, sie checkt jetzt was. Nein, Papa. Ich will den Cullinan nicht. Auch nicht. Er so... Ich habe das Auto gekauft ohne Rückgaberecht. Ich kann die nicht mehr zurückgeben. Ja gut, dann gibt's jetzt halt einen Cullinan zu verschenken. Wie gesagt, ich nehme ihn gerne. Den Porsche. Ich verstehe nicht. Woher kommt das alles? Sagen wir einfach, jemand hat mir gesagt, dankbar zu sein für das, was man hat, weil es immer jemanden gibt, der weniger hat als du. Okay, sie hat auf jeden Fall gelernt. Aber an die Eltern, das hätte auch eine Lektion sein können, die ihr eurem Kind schon lange mal beibringen hättet können. Aber vielleicht musste sie es auch einfach mal am eigenen Leib erfahren. Du sicher? Und von einem anderen Mädchen, die nun ein Stück jünger ist als dir, das zu hören, ist es natürlich auch nochmal was anderes. Bist wirklich unsere Tochter? Also wenn du kein Auto zum Geburtstag haben möchtest, was möchtest du dann? Bitte versichere, dass jeder so viel Essen bekommt, wie die möchten. Ich werde am Montag zurück sein, Victoria. Victoria hat da jetzt Pakete hingestellt und will am Montag freiwillig, glaube ich, ehrenamtlich dort wieder arbeiten. Lass uns sehen, wann wir das machen. Und sie hat ihr neue Schuhe gekauft. Was ist das? Neue Sneaker. Ich habe jetzt gedacht, sie hat ja in die hochhackigen Schuhe reingepackt. Das wäre so ein bisschen, ja, ob jetzt diese hochhackigen Schuhe für sie im Alltag brauchbar sind, ist die andere Frage. Aber nein, es sind neue Sneaker. Sie hat Essen, sie will in der Suppenküche wieder anfangen. Dieses Mädchen hat ihren Kopf um 180 Grad gedreht. Wahnsinn. Fair. A small birthday present for Sophia. Ein kleines Geburtstagsgeschenk für Sophia. Komm mich besuchen in der Suppenküche am Montag. Meine Eltern haben einen Job für dich. Oh. Victoria. Was? Ich habe einen Job. Oh mein Gott. Ja, die Eltern haben wahrscheinlich irgendwie ein großes Unternehmen und hätten einen Job für ihn. Und Victoria hat sich verändert und das ist schön. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht nur vorübergehend ist für eine Woche, um ihre schlechten Taten jetzt irgendwie einfach nur gerade zu bügeln, sondern dass es jetzt wirklich von Herzen und gut gemeint ist. Das war's mit dieser Geschichte. Sehr, sehr schön. Ansonsten abonniert mich hier gerne hier mein Instagram. Hier sind zwei andere coole Videos. Und bis morgen zu einem neuen Video. Euer El Margot. Ciao, ciao.